an der 1 war das First Down. Bringen jetzt auch McCluskey wieder rein ins Backfield. Ball angetäuscht. Handoff nur angetäuscht. Pass auf McCluskey und da ist der erste Touchdown für ihn. Touchdown für die Unicorns. Erstmal Runplay, Gentile geht jetzt nach vorne, ist immer noch auf den Beinen. Fumble jetzt auf dem Play, aber war er schon in der Endzone? Die Schiedsrichter sagen Touchdown. Und das wird jetzt auch bestätigt. Damit weiter Touchdown am heutigen Tag für die Unicorns. Mike Gentile, 5-Yard-Run. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jetzt werden sie versuchen, hier Caleb Schweigert auch anzuwerfen. Wenn es nicht jetzt schon in die Endzone geht, und das tut es. Touchdown für die Unicorns. Mathis Harang mit dem 8-Yard-Lauf durch die Mitte. Ja, super starker Drive der Unicorns Offense. Belohnt mit dem Touchdown. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt irgendeinen Passing-Play diesen Drive gesehen haben. Aber benötigt es offensichtlich auch nicht, wenn man mit jedem Run fast 10 Yards macht. Ja. Achti war im Matchup mit Pelly. Outroute, die ist aber gecovert. Jetzt geht er in die Endzone und findet seinen Wide Receiver. Simon Gendrisch mit dem Touchdown für die Straubing Spiders. Was war für dich heute der Key für die Unicorns? Was haben sie heute so gut gemacht? Ja, McCluskey nochmal mit dem Touchdown von wegen. Die werden jetzt einfach nur auslaufen. McCluskey hatte andere Pläne. Kriegt er den Ball nochmal? Zweiter Touchdown am heutigen Tag für Steven McCluskey. Juli um 17 Uhr dann zu Gast die Saarland Hurricanes zum sogenannten Green Game. Die Hurricanes haben die Spiders ja mit einem Punkt geschlagen. Ja. Und